Abonnenten meines Kanals haben sicherlich das Video mit dem Sibyl Nettschat gesehen. Den hatte ich mir gekauft für Norwegen vom Ufer. Und einfach wegen der massiven Vibration. Allerdings ist mir die Vibration ein bisschen too much gewesen. Und ich habe dann gedacht, ich drucke mal was Eigenes. Ich habe da verschiedene Prototypen jetzt gemacht. Der ist mir auch zu hochhöckig. Und dieses Profil gefällt mir eigentlich am besten. Das probiere ich heute mal aus und seid gespannt, ob was läuft. Der Vorteil von diesen Lipless Crankbaits oder Hypsheds, also Operation Baits genannt, ist, dass sie, wenn sie mal gut gemacht sind, wirklich bei den wildesten Schlägen und der höchsten Einholgeschwindigkeit im Wasser bleiben. Das wären viele Wobbler, die halt sich ähnlich bewegen, irgendwann aus dem Wasser kommen oder einfach anfangen zu drehen, an die Oberfläche kommen. Dann die immer unten und man kann sie wirklich ganz wild durchs Wasser kriegen, tief unten und sie bleiben auch unten. Finde ich sehr gut, wenn man natürlich überall die in Grundnähe unterwegs sind. Mein Eigenbauköder ist übrigens ein Silent Bait, genau wie der Sibyl Flathead. Ich sehe in Rasselkugel bei Meeresködern keinen Vorteil, eher im Gegenteil einen Nachteil bei skeptischen Fischen. Schon beim ersten Wurf zeigte sich, dass der Köder sich zügig führen lässt, so schnell wie es am Atlantik nötig ist, ohne Angler und Material zu verschleißen, so wie es beim Sibyl Flathead der Fall ist. In der Absinkphase flattert der Köder schön, er lässt sich jiggen, aber auch wie ein Wobbler führen. Die Vibrationen sind sehr dezent. Ich würde sagen, es ist eine Art Mischung zwischen Jerkbait und Vibrationbait. Ja, und was ist passiert? Aus Schaden wird man klug. Ich habe hier die Bremse etwas leichter eingestellt, da ich an gleicher Stelle vor ein paar Jahren bei zu forciertem Drill einen Fisch an einer Riffkante verloren habe. Gut 100 Meter hat der Fisch von der Rolle geholt, jetzt heißt es zurückfalten. Schwierige Bedingungen, wieder einmal schwere Grundsee, da muss man die Landung exakt timen. Hier noch einmal der Sicherheitshinweis, ich trage mit Nägeln beschlagene Filzsohlen. Ohne dieses Equipment wäre der Gang über glatte, wellenüberspülte Felsen lebensgefährlich. Ja, die erste Minute dachte ich, krieg den nicht raus, aber er ist gehakt. Ein Bonito gehakt, das ist on fire. Aber ich denke mal, zählt auch, oder? Mit dem Wipschett beim allerersten Test, bei dem Eigenbau Wipschett. Geile Sache, oder? Ich kann es selber nicht fassen. Was für eine schöne Farbe die hier haben.